Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live, wie immer mit unserer Umfrage der Woche der Lazarsfeld-Gesellschaft. Ganz aktuell auch diese Woche durchgeführt, bis inklusive 6. März war die Lazarsfeld-Gesellschaft im Feld. 2000 Befragte und die Ergebnisse, die schauen wir uns jetzt gleich an, wie immer mit dem Präsidenten der Lazarsfeld-Gesellschaft und Market-Geschäftsführer Professor Werner Beutelmeier. Schönen guten Abend nach Linz. Ja, schönen guten Abend und wir befinden uns in der Woche 10, 2024, also das Jahr schreitet voran und die Frage stellt sich, wie präsentiert sich die politische Großwetterlage? Da gibt es durchaus eine bemerkenswerte Stabilität und ganz besonders interessant, wie ändert sich die Stimmung? Ändert sie sich? Gibt es eine stimmungsmäßige Aufhellung? Teil 2 unserer Ausführungen. Aber beides hängt natürlich eng zusammen. Stimmung und Politik sind kommunizierende Gefäße. Es wird wieder sehr interessant, denke ich. Ja, und damit starten wir wie immer hinein mit der aktuellen Sonntagsfrage. 2000 Befragte, die größte wöchentliche Umfrage, die es gibt in Österreich. Und so sieht das Ganze aus. Die FPÖ liegt bei 26%. Der Herr Professor Beutelmeier hat es ja schon vorweggenommen. Stabil auf Platz 1. Stabil auf Platz 2 die SPÖ bei 23%. Auch da keine Veränderung zur Vorwoche. Und stabil auf Platz 3, und das wird die Strategen dort eher weniger freuen, die ÖVP mit 21%. Auch das der gleiche Wert wie in der Vorwoche. Also die drei großen Parteien alle gleich wie in der letzten Woche. Die Neos können einen Prozentpunkt zulegen, kommen jetzt auf 12% plus 1. Die Grünen verlieren noch einmal einen Prozentpunkt, sind überhaupt nur noch bei 8%. Das geht immer weiter nach unten. Die Bierpartei bei 6%, damit fast schon gleich auf mit den Grünen. Die KPÖ bei 3%, wäre nicht im Nationalrat vertreten. Andere Parteien kommen auf 1%. Herr Professor Beutelmeier, wie beurteilen Sie die aktuelle Sonntagsfrage? Ja, wir haben viele Null-Prozent-Werte in der Veränderung, in der Differenz. Das heißt, stabile Verhältnisse, ein stabiles politisches Bild. Aber dennoch, diese stabilen Werte haben es in sich. Denn einerseits zeigt sich, dass die drei großen ÖVP, SPÖ und FPÖ relativ eng zusammenliegen. Damit ist alles offen, ist sehr viel möglich. Ist also durchaus einiges an Dynamik zu erwarten, wenn es so richtig losgeht. Und es geht los mit der Europawahl und es gibt dann Fortsetzungen, die im Herbst in der Nationalratswahl münden. Also es ist ein hochpolitisches Jahr und die drei Großen liegen relativ eng beisammen. Aber jede Partei hat ihre Positionierung. Die ÖVP liegt schon seit Monaten so an dieser 20%-Marke. Und wir haben mehrfach festgestellt, was immer auch passiert. Und wenn also noch der wildeste Skandal hervorgezaubert wird und medial hochkocht, so unter 20% fällt sie fast nicht. Der 19er ist schon mal bei Wochenwerten rausgekommen. Aber tiefer geht's nicht. Also die ÖVP liegt von allen drei Großen auf der Position 3, also eine schlechte Positionierung für eine Regierungspartei, aber es geht nicht weiter runter. Das ist also so die relevante Botschaft. Es wird eher nach oben gehen, wenn die Rahmenbedingungen, wenn die Botschaften passen. SPÖ liegt in der Mitte. Mitte klingt einmal nicht schlecht, denn bedeutet durchaus Spielraum nach oben. Herausforderer des Ersten, der FPÖ. Aber dennoch, wir werden dann schon sehen, es gibt einige Themen, die der SPÖ nicht gut tun. Und eines dieser Themen ist natürlich der Parteivorsitz, ist der Chef. Und die Werte des Chefs sind nicht gut. Und wir werden uns das heute noch einmal sehr genau anschauen. Also die SPÖ zunächst einmal auch nicht schlecht. 23%, durchaus eine veritable Ausgangssituation, KW 10 2024, aber da kommt noch einiges nach. Und spannend natürlich auch besonders die FPÖ. Die FPÖ ist seit Monaten die Nummer 1, aber die Werte liegen stabil, signifikant, statistisch vorne, aber marschieren nicht uferlos nach oben. Das ist also jetzt nicht also diese Rakete, die abhebt und in Richtung 40% marschiert, wie es manche zum Teil erwarten. Stabil vorne, signifikant vorne, deutlicher Vorsprung, Riesenvorsprung auf die ÖVP. Also da würde ich fast sagen, uneinholbar, aber
irgendwo doch eher unter 30% ist die Marke, die wir üblicherweise messen. Und es ist die Ausnahmesituation, dass wir Werte über 30% messen. Ja, und bei den kleineren auch spannend. Die Bierpartei liegt ja nahezu gleich auf wie die Grünen. Das ist ja unglaublich. Da kann man natürlich sagen, die Bierpartei, da gibt es wenig Vorstellung, wie deren Programm ausschaut, wie deren inhaltliche Positionierung ausschaut. Das ist so der Reiz des Neuen, die Faszination. Da gibt es jemanden, der noch politisch unverbraucht ist. Und so ist das zu erklären. Relativ gut unterwegs für ihre Ausgangssituation sind die Neos. Die liegen eigentlich in den letzten Monaten fast immer vor den Grünen, deutlich vor den Grünen. Die Frage wird da sein, hält das bis zur Nationalratswahl? Und bei der KPÖ, ja, da wird es spannend in Salzburg und quasi in den regionalen politischen, auf den regionalen politischen Bühnen österreichweit. Eher nicht drin. 3% ist zu wenig und sie kommen nicht so richtig vom Fleck. Wenngleich das Thema leistbares Wohnen ein Megathema ist in unserer Gesellschaft. Also da wäre thematisch noch sehr viel mehr drin, aber im Augenblick eine stabile politische Landschaft. Ja, dann schauen wir uns die Rohdaten an. Die sind ganz, ganz aktuell, weil die betreffen ja nur diese Woche. Wie gesagt, Rohdaten nicht hochgerechnet und da sind natürlich auch jene dabei, die sich für keine Partei entschieden haben. FPÖ in den Rohdaten bei 22%, minus 1, SPÖ bei 17, gleicher Wert wie in der Vorwoche. ÖVP verliert in den Rohdaten einen Prozentpunkt, nur noch bei 14%, Grüne bei 7, Neos bei 6, Bierpartei auch bei 6% in den Rohdaten, KPÖ bei 3 und natürlich dieser graue Balken, der fällt da ganz markant ins Auge. 25%, jeder vierte Wähler, und das wäre damit die größte Partei derzeit, sagt, keine dieser Parteien würde er derzeit wählen. Das sind 3 Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Was heißt denn das, diese 25%? Ist da nicht alles offen? Diese 25% werden wir uns heute noch näher anschauen, wie sie sich strukturell zusammensetzen. Das sind die, die sich enorm schwer tun, im Augenblick eine für sich geeignete, ansprechende Partei zu finden. Das sind die, die unentschieden sind, die sagen, ich weiß nicht, wen ich wählen soll oder ich bin aus Protesthaltung gar nicht bereit, zur nächsten Wahl zu gehen. Also eine ganz große Gruppe, eine hochrelevante Gruppe, die viel ausmachen kann, wenn man hier aus diesem Bottich was zu fischen bekommt, aber eine offenkundig sehr schwierige Zielgruppe. Nun, wenn man sich die Verteilung anschaut, zeigt sich eines, dass die FPÖ zwar diese Woche ein leichtes Minus, aber sie liegt doch deutlich, nämlich signifikant vor SPÖ und ÖVP. Der Abstand ist ganz interessant im Rohmaterial. 17 auf 22 ist plus 5. Auch bei der Tausender-Stichprobe signifikanter Vorsprung, während die SPÖ und die ÖVP wesentlich enger beisammen liegen. Und da könnte man sagen, da gibt es eine politische Grauzone. Und das zeigen auch zum Teil andere Umfragen, die ÖVP und SPÖ zum Teil sogar gleich aufhaben in ihren Daten. Also interessant, also bei uns liegt die SPÖ im Mittelfeld. Das zeigt die große Datenmenge auch und deshalb glaube ich, dass das sehr verlässlich ist, was wir da messen. Aber die SPÖ liegt eher auf dem Niveau der ÖVP und kommt nicht dran an das Niveau der FPÖ und das ist so eine Ausgangssituation. FPÖ souverän vorne, wir haben schon gesagt, aber kein Höhenflug jetzt in Richtung 30 oder 40% in der Hochrechnung und viele, die unzufrieden sind, die unentschlossen sind, die indifferent sind, die wir uns heute noch genauer anschauen werden. Ja, und das ist jetzt wirklich, wirklich interessant. Wir haben nämlich eine Strukturbetrachtung der Parteien. Der Herr Professor Beutelmeier wird uns gleich erklären, was das genau heißt. Da haben wir die Volkspartei, die SPÖ und die FPÖ, also zuerst die drei Großparteien. Was sagt das aus, diese Grafik? Herr Professor Beutelmeier, am besten Sie erklären das gleich. Genau. Zunächst ein Satz. Wie ist das zu lesen? Eine Strukturbetrachtung ist eine sogenannte senkrechte Prozentuierung. Das heißt, das ist keine Reichweite, wie viele werden erreicht, sondern da sagen wir, wie setzt sich die Bevölkerung zusammen? Die österreichische Bevölkerung besteht also ab 16 zu 49% aus Männern und zu 51% aus Frauen. Und sie besteht zu 19% aus 16- bis 29-Jährigen, zu 32% zu einem Drittel aus 30- bis 49-Jährigen und zu
47% aus über 50-Jährigen. Also das ist die Struktur, die senkrechte Prozentuierung der Bevölkerung. Und dann vergleicht man, wie liegen die einzelnen Parteien? Wer liegt irgendwo unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich? Erste Botschaft, alle drei größeren Parteien, also Volkspartei, SPÖ und FPÖ, haben einen überproportionalen Männeranteil. Also die großen Parteien sind eher die Männerparteien, bei der Volkspartei 52%, bei der SPÖ gar 56% Männerwähleranteil und bei der FPÖ 55%. Also die großen Parteien sprechen männliches Publikum etwas stärker an als weibliches Publikum. Sie sehen die unterdurchschnittlichen Werte dann bei den Frauen. Im Schnitt gibt es 51% in Österreich, aber unter den Wählern der Volkspartei sind es nur 47%, unter den Wählern der SPÖ gar nur 43% und die FPÖ liegt so in der Mitte mit 45%. Also Männerlastigkeit der großen Parteien, erste Botschaft. Zweite Botschaft, die Altersverteilung. Auch hier gibt es Unterschiede und bei der Altersverteilung zeigt sich ganz markant, dass die 50-Jährigen und Älteren, also das ist fast die Hälfte der Bevölkerung, 49%, besonders zu finden sind in der Wählerschaft der Volkspartei. 65%, zwei Drittel aller Wähler der ÖVP sind in diese Alterskohorte zu reihen. Also zwei Drittel der ÖVP-Wähler sind über 50 Jahre alt. Dementsprechend geht es natürlich an jungen Wählern ab. Also man sieht hier die Überalterung der Struktur. Damit ist natürlich auch klar, Klientelpolitik, da geht es ganz stark um Pensionisten, um die politischen Themen, die 50 plus betreffen. Wie schaut das bei der SPÖ aus? Die SPÖ liegt eigentlich eher jetzt überproportional, tendenziell leicht bei den Jungen, 16 bis 29. Die SPÖ liegt im statistischen Schnitt ziemlich genau in der altersmäßigen Mitte, 30 bis 49. Und wenn wir uns dann die Älteren anschauen, 50 plus, auch hier kann man sagen, die SPÖ ist hier eine genau gemittelte Partei, deckt also in ihrer Wählerstruktur die Bevölkerungsstruktur recht gut ab. Das gilt auch im Wesentlichen jetzt für die FPÖ. Die FPÖ hat 49% über 50-jährigen Anteil. Das entspricht hier genau dem Bevölkerungsschnitt, die 49%. Aber die Mitte, die 30- bis 49-Jährigen, die sind überproportional in der FPÖ verankert. Also die Konsumaktiven, die also in der Mitte des Lebens stehen, die vor den großen Herausforderungen des Lebens stehen, die sind stärker in der FPÖ verortet. Zum Teil durchaus beachtliche Unterschiede gibt es in Sachen Bildung. Die Bildung ist 60-40 hier nach dieser Struktur. Das heißt, niedrige Bildung, Bildungsbasis, höhere Bildung ist dann Matura oder Matura-ähnliche Abschlüsse oder universitäre Abschlüsse oder Ähnliches. Und da sehen wir, dass bei der Bildung vor allem die FPÖ mit einem sehr hohen Anteil an der Bildungsbasis punktet. 72% ist deutlich mehr als die 60% statistischer Schnitt. Die übrigen Parteien sind hier im statistischen Schnitt. Regional könnte man dann auch noch sagen, wo sind die Hochburgen der jeweiligen Parteien, wo kommen die Wähler her? Naja, durchaus spannend bei der Volkspartei. Da ist es Salzburg, Tirol und Vorarlberg, die haben 19% Bevölkerungsanteil, aber die ÖVP rekrutiert hier 27% der Wähler. Also die ÖVP ist inzwischen stark westlastig unterwegs. Wenn man die SPÖ anschaut, nichts Neues. Wien mit 26% überproportional und bei der FPÖ interessanterweise Niederösterreich und Burgenland mit 27%, wiewohl der Bevölkerungsanteil dieser beiden Bundesländer 22% ist. Also da gibt es durchaus den einen oder anderen bemerkenswerten Unterschied, der spannend ist. Sehr, sehr spannend, Herr Professor Beutelmeier. Jetzt schauen wir uns auch noch die kleineren Parteien an und die Unentschlossenen. Da haben wir die Grünen, die Neos, die KPÖ, die Bierpartei und eben jene, die sagen, sie sind unentschlossen, respektive Nichtwähler sind, Herr Professor Beutelmeier. Ja, das mache ich jetzt ganz kurz, weil das Schema funktioniert hier ident. Grünwähler, völlig andere geschlechtsmäßige Verteilung. Hier haben wir die Frauenparteien, die vorhin eher nicht zu finden war bei den größeren. Der Frauenanteil bei den Grünen ist 56%, ist damit überproportional zur Bevölkerung. Das gilt auch für die KPÖ-Wähler. Das ist das eine. Und das andere ist, während die Neos wieder eine typische Männerpartei sind, mit 62%, deutlich überproportional zur Bevölkerungsausprägung von 49%. Und jetzt aber ganz besonders interessant, wer sind denn die Unentschlossenen, diese
größte Partei eigentlich? Naja, das sind überwiegend Frauen. 67% Strukturanteil von Frauen, nur 32% Strukturanteil der Männer. Also wenn man in diese Welt hinein will, da tun sich dann schon einmal die etablierten Parteien sehr schwer, denn das sind Parteien, wo der Frauenanteil zählt oder wo die Gesprächsbasis in eine andere Richtung gehen sollte. Vom Alter her möchte ich es jetzt gar nicht so sehr kommentieren, natürlich eher jung bei den Grünen und auch bei den Unentschlossenen. Also Unentschlossene sind stärker weiblich, sind stärker jünger und jetzt die regionalen Verteilungen und die bildungsmäßigen, die schenken wir uns, das kann man gerne in der Nachbetrachtung noch einmal genauer anschauen. Aber sehr spannend, das heißt im Endeffekt die unentschlossenen Frauen, die könnten hier das Zünglein an der Waage sein bei der Wahl und vielleicht auch noch für die eine oder andere Verschiebung und Überraschung sorgen gegenüber den jetzigen Umfragen. Schauen wir als nächstes zur Kanzlerfrage und wie immer zuerst die Hochrechnung der Kanzlerfrage. Wen würden Sie zum Bundeskanzler wählen, wenn man diesen direkt wählen könnte? Herbert Kickl jetzt gleich auf mit seinem Parteiwert 26%, verliert 3 Prozentpunkte. Karl Nehammer mit 24%, da jetzt in Schlagdistanz zu Herbert Kickl. Andreas Babler kommt hier nur auf 18%, kann aber immerhin einen Prozentpunkt zulegen. Beate Meindl-Reisinger ebenfalls plus 1, kommt auf 10%, die sie direkt zur Kanzlerin wählen würden. Werner Kogler liegt nur bei 7%, immerhin plus 1 und damit gleich auf jetzt mit Dominik Vlatzny, den ebenfalls 7% direkt zum Kanzler wählen würden. Herr Professor Beutelmeier, um schon das vorwegzunehmen, was sicher der Peter Westenthaler dann im Wahlbarometer danach sagen wird, warum diese minus 3 Prozentpunkte beim Herbert Kickl innerhalb einer Woche? Was ist da passiert? Ja, weil wir hier eine Wochenstichprobe haben mit 1000 Befragten und da ist die Veränderung, die Schwankung stärker ausgeprägt. Ich glaube nicht, dass jetzt da viel passiert ist. Es zeigt nur die grundsätzliche Mechanik, dass Werte um die 30% fast nicht zu halten sind. Die werden immer wieder erreicht, aber dann bröckeln sie ab. Und Herbert Kickl hatte eben so einen enorm hohen Wert. Das ist auch für ihn ein Traumwert in der Messreihe. Und der bröckelt diese Woche wieder, weil einfach andere Dinge, andere Themen überlagern, die Aufmerksamkeit vielleicht im Augenblick auch wieder ein bisschen eingetrübt ist. Also insgesamt ändert das ja nichts an der grundsätzlichen Aussage, dass Herbert Kickl vorne ist, wenngleich jetzt der Abstand geringer ist. Herbert Kickl, und das werden wir uns dann noch genauer anschauen, Herbert Kickl liegt jetzt hier vor Karl Nehammer nur magere 2 Prozentpunkte vorne. Das heißt, es wäre sogar in der statistischen Schwankung, trotz der 2000 Befragten. Das ist gerade so am Rand der Schwankung. Und hier haben wir die Malaise, während die Hochrechnung der Parteien die SPÖ in die Mittellage katapultiert, schön in der Mitte, zwar näher an der ÖVP und ein bisschen weiter entfernt von der FPÖ, ist hier bei der Personenbewertung Andreas Babler eindeutig Nummer 3. Also das Schlusslicht der drei größeren Parteien mit 18%, auch wenn diese Woche 1% dazu kam. Also das ist durchaus derzeit die Herausforderung. Wie kann der Spitzenkandidat stärker punkten, sich stärker positiv in Szene setzen? Ja, und dann haben wir natürlich noch hier die Rohdaten, da schaut es noch schlechter aus für den Andreas Babler. Wir starten aber auch hier mit der Nummer 1, Herbert Kickl. 17% würden ihn direkt zum Kanzler wählen, minus 2 Prozentpunkte in den Rohdaten. Karl Nehammer kann einen Prozentpunkt zulegen, auch hier 16%, ganz knapp auf jetzt mit Herbert Kickl. Aber Andreas Babler verliert einen Prozentpunkt, nur noch 11% sagen in den Rohdaten, dass sie ihn als Kanzler haben wollen. Beate Meindl-Reisinger liegt bei 6%. Werner Kogler und Dominik Vlatzny jeweils bei 5% und bemerkenswert auch hier 40%, das ist ja fast schon jeder Zweite, der keinen der Spitzenkandidaten als Kanzler haben will. Ja, also wir haben ein Personendilemma, das zeigt diese 40%-Marke, denn bei den Parteien ist diese Unentschiedenheitsquote noch geringer. Bei den Personen ist die Verzweiflung der Österreicher enorm. 40%, 2/5 aller Österreicher sagen, keiner dieser Persönlichkeiten gefällt mir als Manager der Österreich GmbH oder AG. Ganz spannend ist hier auch der Vergleich mit den Rohzahlen der Parteien. Da gibt es nämlich unterschiedliche Salden. Während Nehammer mit 16% als Person in der aktuellen Welle plus 2% macht. Er liegt über seiner
Partei, die schlechte Werte natürlich diese Woche einfährt mit 14%, schaffen die anderen beiden, nämlich Andreas Babler und Herbert Kickl, keinen positiven Saldo. Bei Herbert Kickl liegt der Wert jetzt bei 17% und die Partei liegt in den Rotzahlen bei 22%. Also hier hätten wir ein Minus von 5% in dieser Betrachtung. Und ich erkläre es gleich, was das bedeutet. Und bei Andreas Babler haben wir ein Minus gar von 6%. Also da liegt die Partei in den Rotzahlen bei 17 und eher in den Rotzahlen bei 11, also minus 6%. Also da gibt es bei beiden Personen durchaus offenkundig Gründe, warum der Befragte sagt, nein, ich wähle zwar die Partei, aber die Person wähle ich nicht. Also die Persönlichkeiten polarisieren offenkundig sehr stark und da ist auch ein Potenzial vorhanden und das dürfte auch für Herbert Kickl eine Rolle spielen, ein Potenzial, das manche FPÖ-Wähler unsicher macht und dazu führt, dass sie sagen, na, ich bin zwar für die FPÖ, aber nicht für eine FPÖ unter Herbert Kickl. Also da gibt es Erosion, da gibt es, und das gilt jetzt auch natürlich in gleichem Ausmaß oder vielleicht sogar noch ein bisschen stärker bei der SPÖ, weil da ist auch die Differenz der Rohwerte minus 6% bei Andreas Babler. Also hier Vorsicht, da schlägt sich nur der Kanzler mit dem Kanzlerbonus quasi besser als seine Partei, wiewohl die Partei derzeit sehr angeschlagen ist. Und das trifft natürlich auf die FPÖ nicht zu, da ist die Partei stark. Aber trotzdem, es gibt eine differenzierte Betrachtung der Personen. So, wir schauen uns als nächstes die Vertrauenswürdigkeit der Parteien an. Wie vertrauenswürdig sind für Sie folgende Parteien? ÖVP, 54% sagen nicht vertrauenswürdig, 1 Prozentpunkt besser als in der Vorwoche, aber demgegenüber nur 21%, die ÖVP für vertrauenswürdig halten. Das sind 2 Prozentpunkte weniger als noch in der Vorwoche. Die SPÖ halten 47% für nicht vertrauenswürdig, immerhin 3 Prozentpunkte besser als in der Vorwoche. 23% sagen, die SPÖ ist vertrauenswürdig, plus 1. Die FPÖ ist für 61% nicht vertrauenswürdig, 21% halten sie für eher vertrauenswürdig, minus 2. Die Grünen für 52% nicht vertrauenswürdig. Das ist eine deutliche Verbesserung von 5 Prozentpunkten zur Vorwoche. 23% halten sie für vertrauenswürdig, plus 2. Und die Neos, die sind für 49% nicht vertrauenswürdig. Auch das eine Verbesserung von 3 Prozentpunkten. Und 21% halten die Neos für vertrauenswürdig. Ja, also hier zunächst einmal bei den größeren Parteien wenig Bewegung. Da gilt halt die Grundmechanik, Parteien sind per se nicht vertrauenswürdig. Also wenig Bewegung bei ÖVP, bei SPÖ und FPÖ. Leichtes Minus, aber Überraschung bei den Grünen und Überraschung bei den Neos. Hier ist durchaus eine stärkere Veränderung der Bewertung dieser Woche der Fall. Die Neos punkten mit plus 4% an Glaubwürdigkeit saldiert und bei den Grünen sind es gar plus 7 Punkte saldiert. Also durchaus differenzierende Entwicklungsrichtungen, je nachdem, ob die etablierten größeren Parteien oder die kleineren Parteien diese Woche zu betrachten sind. Dann schauen wir uns die Vertrauenswürdigkeit der Politiker an. Wie vertrauenswürdig sind für Sie folgende Politiker? Österreichische Bundesregierung, 49% halten Sie für nicht vertrauenswürdig. 24% sagen, die österreichische Bundesregierung ist eher vertrauenswürdig, immerhin 2 Prozentpunkte besser als in der Vorwoche. Bundeskanzler Karl Nehammer ist für 52% nicht vertrauenswürdig, auch das eine Verbesserung von 2 Prozentpunkten und 25% plus 2 halten ihn für eher vertrauenswürdig. Der Vizekanzler Werner Kogler, da sagen 49%, er ist nicht vertrauenswürdig, minus 4 Prozentpunkte zur Vorwoche. 24% halten ihn für vertrauenswürdig, minus 1. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der ist jetzt wieder im Positiv-Saldo. 38%, die sagen, der Bundespräsident ist nicht vertrauenswürdig. Das sind 5 Prozentpunkte besser als noch in der Vorwoche. 43% plus 2 sagen, der Bundespräsident ist eher vertrauenswürdig. Und die Oppositionsparteien, die sind für 46% nicht vertrauenswürdig, 3 Prozentpunkte besser als in der Vorwoche und 17% halten die Opposition für vertrauenswürdig.
Ja, da ist diese Woche eigentlich die Sensation, dass der Bundespräsident wieder den Spieß umdreht und einen stärkeren grünen Balken hat, also eine stärkere Vertrauensbasis hat. Das ist die massivste Ausprägung im Vergleich zum Misstrauen, zum Nichtvertrauenswürdig. Hat er schon mehrmals erreicht. Diese Woche ist das wieder der Fall. Es ist auch eine gute Woche für Nehammer. In seiner Personenbewertung mit +4% ist er auch neben dem Bundespräsidenten derjenige, der am stärksten hier diese Woche wieder sich positiver in Szene setzen konnte. Aber insgesamt kann man sagen, bei den bewerteten Parteien wenig Bewegung, ein wenig mehr Bewegung bei den Personen, aber hier vor allem beim Bundespräsidenten. Und dann haben wir die österreichische Bundesregierung noch. Wie stabil und gut ist die Zusammenarbeit der österreichischen Bundesregierung? Da sagen 48% schlecht. Immerhin, der Wert ist jetzt einmal unter 50% gesunken, schon letzte Woche und auch diese Woche noch einmal -1 und 24%, die dem gegenüberstehen, +2, die sagen, die machen einen guten Job. Ja, da hat sich eigentlich jetzt nichts inhaltlich geändert. Die Enttäuschung ob der Arbeit der Bundesregierung ist beachtlich. Man ist unzufrieden, man ist nicht amused, auch wenn jetzt +2% auf der grünen Seite des Balkens dazugekommen sind. Die Werte sind ernüchternd. Wir werden im zweiten Teil uns anschauen, wie beispielsweise der Euro bewertet wird. Und ich nehme vorweg, der Euro ist wesentlich attraktiver als unsere Bundesregierung und das will etwas heißen. Gut, dann nehmen wir das einmal als Teaser für den zweiten Teil. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht's gleich weiter mit dem zweiten Teil der Umfrage. Viele spannende Themen, Teuerung, Zuwanderung, Klimaschutz, Euro und Europa. Wie sehen die Österreicher diese unterschiedlichen Themenbereiche? All das gleich nach einer ganz kurzen Werbepause. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner live zu unserer Umfrage der Woche. Eine spannende Umfrage, muss man sagen, mit vielen sehr interessanten Details. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil und jetzt kommen wir zu den Themen. Und die analysieren wir gleich mit Professor Werner Beutelmeier. Noch einmal schönen guten Abend nach Linz. Guten Abend. Starten wir mit der Teuerung. Erste Frage, wie immer, wie spürbar sind die Auswirkungen der Teuerung für Ihren Haushalt? Es geht nach unten, aber sehr, sehr langsam, muss man sagen. 71% sagen noch immer, das ist spürbar. -3 zwar zur Vorwoche, aber natürlich nach wie vor ein hoher Wert. 37% sagen sehr spürbar, 34% etwas spürbar und nur 6%, die der Meinung sind, die Teuerung ist nicht spürbar. Ja, die Teuerung ist auch das große Thema. Das ist die Nagelprobe für die Politik und hier versagt die Politik kläglich. Zwar ändern sich die Werte zum Besseren ganz leicht und die Frage, die sich stellt, und wir haben vor einigen Wochen darüber gesprochen, kommt so ein Hauch besseres Lebensgefühl auf? Gibt es eine Trendumkehr, will ich gar nicht sagen, gibt es eine Verbesserung der Stimmungsparameter und wie schnell könnte das funktionieren und auch die Wirtschaft entlasten? Und da muss man sagen, diese Verbesserung, die stottert. Es ist ein bisschen was zu sehen, aber es ist ganz wenig zu sehen. Und es ist dieses Teuerungsthema kein Zufallsthema. Es hat dieser Tage, ich glaube gestern stand es im Standard, das IHS veröffentlicht, woran liegen die rekordhohen Gaspreise in Österreich. Österreich hat den Gaspreis verdreifacht oder in Österreich hat sich der Gaspreis verdreifacht nach dieser Energiekrise und liegt europaweit, meilenweit vorne. Wir haben die teuersten Gaspreise in Österreich. Und die Diagnose ist schon auch, wenn man zwischen den Zeilen liest, ein fundamentales Versagen der Politik. Also wir liegen vor Rumänien, wir liegen vor Irland, Lettland, die haben auch offenkundig teure Gaspreise. Wir liegen weit vor diesen Ländern. Wir sind absolute rote Laterne schlusslich beim Gaspreis. Energiepreise haben eine ungeheure Bedeutung für den privaten Haushalt, aber auch für die Wirtschaft und Gas als Prozessenergie enorm relevant. Und da haben wir einen glatten Fünfer produziert in der Politik, denn da ist offenkundig einiges schiefgelaufen. Da gibt es eine Analyse, was da. Zum Teil spiegelt sich der hohe Gaspreis in den Margen der Energieversorger wieder. Aber wie gesagt, noch einmal, hier hat die Politik
nicht gehandelt oder sehr schlecht gehandelt. Und das ist in unseren Daten zu spüren. Und wir sehen das dann auch auf der nächsten Folie, wo wir uns mit der Teuerung noch ein bisschen intensiver beschäftigen. Genau, schauen wir uns das gleich an. Das ist nämlich die Teuerungswahrnehmung betrachtet über das letzte Jahr. Schauen wir mal genau hin, Herr Professor Beutelmeier, vielleicht erklären Sie uns das. Das ist eine Trendlinie, die also zeigt, wie diese einzelnen Messungen, wenn man sie in der Zeitreihe analysiert, laufen. Und da gibt es also einen stabilen Trend, einen steigenden und einen sinkenden Trend. Und man braucht schon sehr viel Fantasie, dass man ein Sinken dieser Teuerungswahrnehmung wahrnimmt. Es ist ein leichtes Sinken da, aber das ist so spärlich, so dünn, dass man also wirklich fragen muss, wird diese leicht veränderte Teuerung Wahrnehmung zu einem neuen Lebensgefühl führen, das die Konjunktur anwirft. Also ich bin allmählich skeptisch. Ich habe erwartet, ich hätte vor einigen Wochen noch erwartet, dass es schneller geht, dass es deutlicher geht, dass es signifikantere Veränderungen gibt. Offenkundig nicht. Es geht leicht nach unten, aber es geht enorm langsam nach unten. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass diese Trendentwicklung in Stocken kommt. Und wann immer irgendetwas passiert, dann kann die Geschichte auch gleich wieder nach oben rasseln, ein paar Prozentpunkte. Also insgesamt, die Spannung bleibt enorm, die Herausforderung bleibt enorm. Und das Gefühl, und das ist auch der Grund, warum die Regierung so kritisch beurteilt wird, dass da nichts passiert oder dass das Falsche getan wird, dieser Verdacht steht massiv im Raum. Ja, und dass die wirtschaftliche Lage sich da jetzt nicht massiv verbessert, sehen wir auch in der nächsten Grafik, und zwar beim Ausgabeverhalten. Wie wirkt sich denn die Teuerung auf Ihr Ausgabeverhalten aus? Immerhin immer noch 49%, die sagen, ich werde weniger Geld ausgeben. Nur 9% wollen mehr Geld ausgeben und 38% sagen, sie werden gleich viel Geld ausgeben. Ja, also auch hier, es ist schön, wenn plus 1% auf der grünen Achse dazukommen, denn das bedeutet ja ein bisschen mehr Lockerung, aber im Endeffekt, dieser Wert ist stabil, dieser Wert ist unverändert und dieser Wert bedeutet Konsumbremse der Österreicher. Und wenn der Konsum bremst, dann ist unser Glück, dass die Exporte der Industrie gut funktionieren, denn die sind derzeit der Motor, der Hauptmotor unserer Wirtschaftsentwicklung oder unserer Bruttoinlandsbetrachtung, die wir im Augenblick machen. Mhm. Dann schauen wir uns die nächsten 12 Monate an. Wie optimistisch, pessimistisch oder unentschieden sind die Österreicherinnen und Österreicher? Denn optimistisch sagen 33%, also genau ein Drittel, 2 Prozentpunkte schlechter als noch in der Vorwoche. Pessimistisch sagen 43% und 24% plus 2 sagen unentschieden. Ja, und wie sehr diese Werte oszillieren, wie sehr Unsicherheit besteht, zeigt sich auch hier. Denn diese minus 2% beim Optimismus, die finden sich bei den Unentschiedenen wieder. Bei jenen, die sagen, ich war letzte Woche noch ein bisschen besser gestimmt in der Beurteilung des heurigen Jahres, aber ich bin unsicherer geworden. Ich bin jetzt nicht pessimistisch, aber ich bin indifferent. Ich kann es nicht beurteilen. Es entzieht sich meiner Beurteilung. Also es liegt ein Hauch Hoffnung, aber es ist wirklich fraglich, was passiert, wie geht es weiter, verstärkt sich die Hoffnung oder kommt es wieder zu einem Rückschritt in Richtung massiver Depression? Und die lange Zeitreihe, das nächste Chart, zeigt deutlich, dass wir immer noch in einer psychischen Depression verharren. Nicht nur Österreich, ganz Europa. Mhm. Ja, und dann haben wir diesen Optimismus auch im Trend. Schauen wir uns das auch noch bitte an. Herr Professor Beutelmeier, ist ein bisschen eine Wellenstruktur, geht mal rauf, geht mal runter, aber geht nicht wirklich rauf, muss man sagen. Ja. Das ist die Aussage. Diese Wellen zeigen einmal, wie elastisch dieser Indikator reagiert. Das heißt, wenn wir positive Aussichten haben, wenn sich etwas zum Besseren verändert, dann geht es blitzartig über Nacht sozusagen bergauf. Das hat also durchaus dieser Kurvenverlauf bewiesen in der Vergangenheit mit einer entsprechenden Konjunktur, mit entsprechenden Wachstumsraten. Und wenn dann eine Katastrophe passiert, beachten wir den steilen Abbruch im Februar 2022, Einmarsch der Russen, Angriff der Russen auf die Ukraine, da bricht der Optimismus förmlich ein. Einen so starken Einbruch haben wir in einer fast 40-jährigen Messreihe noch nie gehabt. Und jetzt das Spannende, die Werte
gingen in den Keller runter. Das war das absolute Tief forever. Aber erholen sich langsam, verharren aber jetzt auf einem Niveau, das noch nicht wirklich glücklich macht. Und die Frage ist, wie die Kurve weitergeht. Der Kurvenverlauf hier, der angenäherte, zeigt leicht nach oben. Das ist wieder das Hauch Hoffnung. Aber ob das so sein wird? Denn wenn wir den Vergleichswert des letzten Jahres im Frühjahr, KW 10, aus dem Jahr 2023 betrachten, da waren die Werte auch nicht schlecht. Da waren sie auch höher und sind dann gesunken. Also insofern, ich bin vorsichtig skeptisch, nicht optimistisch, wie es weitergeht. Ja, dann haben wir die Lebensqualität. Wie bewerten Sie Ihre persönliche Lebensqualität im Vergleich zum Vorjahr? 27% immerhin sagen besser, das ist +3 zur Vorwoche, aber auch 29% ebenfalls +2, die sagen schlechter, und 44% -6, die sagen gleich. Ja, Polarisierung. Also wenn beide Antwortalternativen besser und schlechter zulegen, dann zeigt sich, dass hier eine sehr ungleiche Last in der Gesellschaft ist, dass es zu einer Polarisierung kommt. Auch das ist nicht wirklich gut. Leichte Mehrheit, 29%, liegt etwas höher als die 27%-Punkte. Leichte Mehrheit für schlechtere Lebensqualität ist ja kein Befund, der glücklich macht. Ja, dann haben wir noch das soziale Netz. Wie sehr können sich die Österreicher darauf verlassen? 39% sagen jetzt immerhin, sie haben das Gefühl, sie können sich auf das soziale Netz in Österreich verlassen. Das sind 5 Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche, also ein ordentliches Plus. Und demgegenüber 27%, die der Meinung sind, sie können sich nicht auf das soziale Netz verlassen. Ja, das ist wichtig, denn wir werden vermutlich mehr soziales Netz benötigen in den nächsten Monaten und möglicherweise auch für einen größeren Zeitraum. Und da ist die Hoffnung stärker geworden, dass das soziale Netz hält, dass es funktioniert, dass man sich verlassen kann. Insofern wichtig, dass dieses Grundvertrauen ins soziale Netz sich festigt. Dann haben wir die österreichische Wirtschaft. Wie gut ist es derzeit um Österreichs Wirtschaft bestellt? 39% sagen schlecht, +1. 21% sagen nur gut, Herr Professor Beutelmeier, ebenfalls +1. Wir haben ganz unterschiedliche Entwicklungen. Wir haben durchaus also herausforderndste Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Das erkennt die Bevölkerung. Wir haben andererseits recht beachtliche Erfolge im Export. Wir haben recht beachtliche Erfolge im Tourismus. Wir haben enorme Verwerfungen im Handel. Also es ist äußerst durchwachsen, diese Bilanz. Und wenn also 21% sagen, der Wirtschaft geht's gut, dann steht eine doppelt so große Gruppe dem gegenüber, die sagen, der Wirtschaft geht schlecht. Und beides stimmt. Wir haben Unternehmen, die sehr erfolgreich durch die Krise navigieren, und wir haben solche, die in Branchen sind, wo es enorm schwierig wird, in irgendeiner Form zu überleben oder positive Zahlen darzustellen. Also die Wirtschaft steht unverändert unter massivem Druck. Ja, wie schätzen Sie Ihre Einkommenssicherheit bzw. Ihre wirtschaftliche Lebenssicherheit für die nächsten 12 Monate ein? Immerhin, da sagen 58% sicher, +1, und 13% sagen nicht sicher, und der Wert ist um 3 Prozentpunkte sogar runtergegangen. Wichtig, das Vertrauen in die eigene wirtschaftliche Sicherheit und in das soziale Netz, das hat sich tendenziell, beides hat sich positiv entwickelt. Das sind ganz wichtige Grundparameter, die einem kognitive Dissonanz ersparen, schlaflose Nächte ersparen, die wichtig sind, dass man doch einigermaßen fit bleibt, psychisch, denn die Zeiten sind alles andere als einfach. Und jetzt das große Finale, letzte Frage, das Vertrauen in die Gemeinschaftswährung Euro, und das haben Sie vorhin schon vorweggenommen, wie wir über das Vertrauen in die Bundesregierung gesprochen haben. Denn, und das ist wirklich eine Sensation, 39% sagen, der Euro ist vertrauenswürdig, 34% halten ihn für nicht vertrauenswürdig. Aber damit ist der Euro vertrauenswürdiger als die österreichische Bundesregierung. Ja, das ist ein bemerkenswertes Ergebnis, denn eines ist ja State of Art bei uns, dass man sagen, die EU, Katastrophe, und der Euro, eine Katastrophe. Und da wird sehr viel geschimpft, und wenn man sich aber das noch einmal auf der Zunge zergehen lässt, dass nur 24% Vertrauen in die Bundesregierung haben, nur jeder vierte Österreicher sagt, die machen einen guten Job, da habe ich Vertrauen, dass aber die emotionale Bindung an den Euro, das Vertrauen an diese Währung bei 39% liegt, dann ist der Euro kein Teurer oder wie immer er beschimpft wird, sondern
Meinung, dann ist der Euro durchaus ein stabiler und stabilisierender Faktor und vieles ist hausgemacht. Ich zitiere hier nochmals die Studie des IHS mit den Gaspreisen, wo Österreich einen fantastischen Sonderweg begeht und den teuersten Gasvertrieb und die höchsten Gaspreise in Europa hat. Und das ist hausgemacht. Das ist nicht Europa, nicht EU, sondern das ist Versagen von vielen Ebenen. Herr Professor Beutelmeier, es war wie immer sehr, sehr spannend. Ich freue mich schon auf die nächste Woche. Aber für alle, die heute noch nicht genug haben, es geht gleich weiter mit dieser Umfrage, und zwar mit der Analyse der Umfrage mit unseren Experten. Josef Czap und Peter Westenthaler sind gleich zu Gast bei unserem großen Wahlbarometer. Wir schauen uns die Umfrage nochmal in allen Details an und wir analysieren, was bedeuten diese Zahlen für den Wahlkampf, was bedeuten diese Zahlen für die Parteien und was bedeuten sie auch für den einen oder anderen Parteichef. Ganz kurze Werbepause, dann geht's hier gleich weiter.